Hey ho, meine Lieben, heute reines Essvideo. Wie spät haben wir es denn eigentlich? 5:05. Oh, ja. Kurz 16:55 Uhr. Kurz vor 5 Uhr schon wieder. Aber wir haben ja jetzt hier drin die Beleuchtung da oben. Und ja, wir machen uns einen netten Samstagabend hier draußen. Was machen wir denn zum Essen? Tja. Weißt du es noch? Ja, ja. Sprich? Ein Hackbraten. Und den? Gefüllt? Nein, nicht gefüllt. Einen Hackbraten-Burger. Mhm. Was wir dazu alles haben, hier drüben in der kleinen, aber feinen Übersicht. Mhm. Und es ist ja immer noch die Zeit von Halloween. Drum haben wir hier unsere stillen Beobachter. Wir haben Brioche Buns vom Edeka, bisschen Ketchup, ein bisschen Remoulade. Major, keine mehr da daheim. Dann haben wir einen Toasty Käse, schön Bacon. Das war das, was die Manu gerade gemeint hat als Füllung. Aber der wird ja mit ins Hack eingearbeitet. Dann haben wir 800 Gramm gemischtes Hackfleisch, Zwiebeln, Eier, ein bisschen Salat und ein Brötchen, was wir noch einweichen werden. Und ja, jede Menge Gewürze. Pfeffer, ein bisschen Knoblauch. Ja. Ein bisschen Paprika. Gut. Salz. Und natürlich Salz. Salz fehlt ja auch. Wenn du möchtest, kannst du auch noch Rosmarin, Majoran, Basilikum, Petersilie. Kannst du alles mit beimischen, so wie du lustig bist. Nee, das mache ich ganz normal jetzt. Jo. Also, dann wird jetzt erstmal das Hackfleisch vorbereitet. Die Zwiebeln sind schon klein geschnibbelt, die Semmel am Einweichen und der Bacon wird auch noch etwas kleiner geschnibbelt, weil die riesen Baconstreifen brauchen wir dann doch nicht. Ja, genau. Ja, das Ei ist mittlerweile auch drin. Weg da, du böse Spinne. Ja, dann können wir das Hackfleisch reinmischen. Unterkneten. Hast du gut getroffen. Weg. Und durchkneten, würzen. Genau. Und dann kommt es schon auf den Grill. Genau. So machen wir das. Ja. Also wie gesagt, gewürzt mit, wird mit Salz, Pfeffer, Paprika. Paprika und ein bisschen Knoblauchgranulat. Genau. Spatzel, wenn wir jetzt das Knoblauchgranulat draußen ausstreuen, wächst der Knoblauch draus? Nein. Nein, nicht mehr? Nein, nicht. Oh, aber Leute, ich zeige euch mal, was schon aufgegangen ist ja, draußen. Ja, und die Zwiebeln sind auch schon welche. Ja. Also nächste Woche meine Arbeit wird sein, einmal hier noch unterbauen, dass das Waschbecken ordentlich schön gerade steht. Da habe ich ja da hinten noch ein paar Steinchen. Dann werde ich hier mit der Niveauregulierung anfangen. Also auch hier die Seite abgraben, angleichen, damit wir hier sowas wie diese riesen Löcher hier nicht mehr haben. Und die Berg- und Talfahrt, weil das nervt ungemein. Da hoffe ich ja, dass ich von vorne dann bis hierher komme. Tja, und hier kommen schon ein paar Zwiebelchen. Und Knoblauch haben wir jetzt auch schon ein paar, was rauskommen. Tja, wenn der Rest auch noch kommt, wäre das nicht schlecht. Gut, warten wir es ab, was alles ja, noch wächst hier. Ja, nächste Woche habe ich viel Zeit. Deswegen gibt es auch heute einen Hackbraten, weil da bleibt mir vielleicht für Montag dann noch was übrig. Psst. Jo, da liegt er nun und wartet, bis die Kohlen soweit durch sind. Und dann kommt er inklusive der Grillmatte auf den Grill. Das machen wir jetzt ganz einfach. Das holst du mir jetzt hier drauf. Einen Moment.
Halt, ein bisschen weit drüber. Bitte ein bisschen weit drüber. Ist doch. Mir ist er klebt und klebt. Tja. Willst du die Cam nehmen? Schau mich nicht so böse an. Ich bin fertig einfach von der Arbeit. Oh je. Ja. Oh. Ich mal wieder. Und du mal wieder? Ja. Dann nehmen wir das ganze Teil. Hier rinnt schon Beleuchtung an. Und warm. Bei uns sind aktuell 10 Grad. Ja. Und sehr frisch und windig. Ja. Ja. Und dann lass man einfach grillen. Richtig. Yummy. Na, was machen Sie denn? Ja, ich fange schon mal an, hier vorzugraben und meine Folie zurechtzuschneiden. Okay. Wofür die Folie? Wofür die Folie, damit kein Unkraut durchkommt? Weil da kommt ja nachher dann hier drauf der Kies von da hinten, wo ihr ausgegraben habt. Den muss ich bloß noch durch Sieb durchjagen und ein bisschen abspülen, dass er schön sauber ist. Und dann haben wir hier vor diesen zwei Hochbeeten eine schöne Kiesschicht, wo kein Unkraut durchkommt. Okay. Fertig. Weil sonst latschen wir immer in den Dreck rein. Und mähen hier den dünnen Streifen, nee, das tun wir uns nicht an. Okay. So, jetzt gucken wir mal nach dem Braten, der geworden ist. Oh. Sehr schön. Sehr schön geworden. Aber ihr braucht ein bisschen. So, jetzt gehe ich mal um die Ecke. Ui! Ein Popöchen. Ja, Stonewashing. Ja. Guck mal hier. Die Goldsucher sind unterwegs, oder? Ah, nee, leider nicht. Nee? Nee, Gold finden wir da drin leider nicht. Schade. Aber viele schöne Steine. Richtig. Ah, vom Dreck befreit. Ja. Wo ist da drin ein Matsch mittlerweile? Ja. Sehr, sehr dunkel. So ist es schon mal am Abend. Ja, richtig. Aber so gefällt mir das hier jetzt definitiv besser. In der Hoffnung, dass da niemals ein Unkraut wächst. Natürlich im Hellen viel schöner zu essen. So Leute, hoi, sieht die gut aus. Die nehmen wir jetzt hier einfach runter. Platzieren die gleich mal auf den Brettel. Und hier tue ich noch ganz schnell die Banz antoasten. Ui, ganz schön dunkel. Ja, das ist das, was ich gesagt habe mit einem Licht. Deswegen, ja, brauchen wir unbedingt noch, ja, ein Kabel und die zweite Lampe. Oh, das ist schön geworden. Das sieht gut aus. Ja. So. Die Banz jetzt auf den Grill. Einmal rüber. Bloß aufpassen, dass sie nicht zu sehr antoasten.
können wir auch gleich reingehen. Und essen. Ja, erst einmal die Burgerchen zusammenbauen. Ja. So, Freunde, dann fangen wir das lustige Zusammenbauen an. Was möchtest du hier alles drauf haben? Ketchup. Und Halloween-Deko steht natürlich auch. So. Käse. Wer hat eigentlich den Deckel abgerissen von dem Ketchup? Von der auch was? Natürlich. Ein bisschen was drauf. Oben, unten? Ja. So. Schneiden wir erst einmal das Bratal an und hoffen, dass es auch durch ist. Oh je, mit dem Messer schneidet man das kalte Wasser gerade aus. Aber er sieht gut aus. Ja. Schöne, die schöne. Eine dicke Scheibe. Gleich noch eine. Und wenn es jetzt reicht, dann tun wir uns einfach noch was drauf. Ein bisschen Käse drauf, genau. Oh! Ein bisschen Salat. Ja, den hast du da hinten im Eck versteckt gehabt. Der kommt natürlich unten drunter. Siehst du, habe ich doch gesagt, der Salat reicht. Du meinst es immer viel zu gut mit den ganzen Sachen. So. Und fertig ist der Hackbratenburger. Sieht er nicht gut aus? Auf jeden Fall. Und ich werde jetzt gleich einmal für euch da reinbeißen, bevor wir dann uns gemütlich hinhocken zum Essen. Und? Geiles Gerät. Wir essen jetzt. Nachher dann sehen wir uns nochmal zum Fazit. Tja Leute, man kann auch den Hackbraten nur im Salatblatt genießen. Mhm. Habe ich auch gerade gemacht. Und lecker ist es. Ja. Oh. Eieieiei. Ja, ja. Gut, jetzt kommen wir aber dann gleich zum Fazit. Ups. Irgendwas läuft hier verkehrt. Das Hütchen kommt zu dir. Ah, jetzt passt's wieder. Ja. So, Freunde, was kann man zu dem Essen sagen? Sau lecker. Ja, Hackbraten auf dem Grill, auf Holzkohle. Wenn dann das fettige Zeug leicht noch in die Glutenei tropft, gibt so einen leckeren Geschmack ab. Hammer, hammer geil. Also so einen leckeren Hackbraten haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Hast du sehr gut gewürzt und dein Magen knurrt immer noch. Ja. Als Burgerchen, richtig, richtig geil. Und da oben blendet das Licht voll, nein. So ist besser. Ja. Also als Burgerchen, richtig, richtig hammer geil. Also, ja, richtig hammer geil. Was anderes kann ich dazu gar nicht sagen. Du? Ja, genau deine Meinung. Genau meine Meinung. Richtig lecker. Sehr schön. Schön saftig. Mhm. Schön gewürzt. Ich hätte jetzt noch einen essen können. Unglaublich. Ja, Leute, dann haben wir komischerweise sogar noch im Garten was gemacht heute. Den Streifen da mit dem Kies gemacht. Habe ich heute eigentlich gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber
der ist fertig, ich bin zufrieden. Du auch, gefällt dir? Auf jeden Fall. Gut. Aber wenn es ein bisschen heller ist, dann zeigen wir uns euch auf jeden Fall noch. Ja, sprich nächste Woche, da sieht man mich hier eh wieder rumhüpfen. Tja, in dem Sinne, tschüss. Tschaikowski, wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben, nettes Kommentar, immer viel zu wenig, auch das letzte Mal und vorletzte Mal. Einfach mehr kommentieren. Genau. Ja, in dem Sinne, Leute, Tschaikowski, wir sehen uns bis zum nächsten Mal.